Das war Soulless von Sober Truth. Und zwei der Jungs sind jetzt hier bei mir im Studio, nämlich Martin und Thorsten. Erstmal herzlich willkommen bei Bonn FM. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier bei uns seid. Vielleicht wollt ihr erstmal eure Band kurz vorstellen. Ihr seid jetzt nur zu zweit. Wer gehört denn eigentlich alles mit dazu? Ja, erstmal schönen guten Abend. Ja, wer gehört dazu? Das ist der Martin, der Tobi, der Sami und ich, der Thorsten. Und ja, wir kommen aus Bonn und machen eine Portion Heavy Metal, Trash und geht immer auf die Mütze. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr schön. Es ist ja immer ein bisschen schwierig, so einen Musikstil zu beschreiben. Man wird ja immer so nachgefragt, ja, was macht ihr denn für Musik? Schubladendenken ist ja da gerade im Metal-Bereich immer ein bisschen schwierig, weil es eben oft ein Mix ist. Wie ordnet ihr das so ein bisschen ein? Ja, wir nehmen erstmal alle Schubladen auf, ne? Und man kann uns reinstecken, wo man will. Also Hauptsache die Leute kommen und es gefällt den Leuten halt. Sobertrus ist halt ja nichts für eine Schublade, aber es ist halt auch trotzdem in der Ecke Metal zu finden. Das ist halt, wir spielen ja Musik mit allen Elementen drin. Da ist alles drin. Ne? 2011 habt ihr auch auf der Bonner Rheinkultur die Bühne gerockt. Seid ihr auch auf dem neuen Festival Rockaue mit dabei oder gibt es da noch nichts Neueres, was ihr verlauten könnt? Also erstmal super, dass das ja weitergeht, auch unter einem anderen Namen, weil Rheinkultur habe ich schon vermisst, haben wir schon vermisst. Und wir sind ja einer der Bands, die auf der letzten Rheinkultur gespielt haben, grandios, also 2011. Und ja, wir haben uns einfach mal locker beworben für Rockaue und hoffen, da auch wieder dabei sein zu dürfen. Und finde es natürlich toll, dass in Bonn wieder was passiert. Ne? Das heißt, ihr steht dem Festival eher positiv gegenüber. Ich habe von einigen Bands gehört, dass die so ein bisschen unglücklich sind und das Gefühl haben, so ausgebeutet zu werden, statt eben gefördert. Ihr seht das aber positiv. Gut, wir sind jetzt schon ein bisschen älter und länger halt im Underground-Geschäft irgendwie tätig. Uns gibt es ja auch schon seit 7 Jahren, machen auch schon länger Musik und ja, was heißt ausgenutzt, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Man bewirbt sich halt auf die Festivals, es ist toll, dass es gemacht wird. Und ich meine, alle Bands kann man halt nicht spielen lassen. Ne? Jeder kämpft um seinen Platz. Die Förderung in Bonn, wenn ich jetzt mal gucke, die ist halt sehr dürftig, das stimmt schon. Ne? Also hier werden Bands nicht so gut gefördert. Ich weiß aber nicht, wie es in anderen Städten ist, wahrscheinlich eher auch nicht. Und das ist schon so ein Kampf, ne, im Underground. Ja, das glaube ich. Aber ihr seid auch im September beim Cologne Metal Festival mit dabei. Wie wichtig sind euch denn solche lokalen Veranstaltungen? Spielt ihr gerne in der Region oder zieht es auch mal euch gern auch mal in die Ferne? Ja, als wir uns gegründet haben 2007, haben wir ganz klar gesagt, die Devise heißt, wir spielen live, so oft es geht. Und das haben wir auch schon bis zur Übertreibungsspitze getan. Wie gesagt, wir haben ja schon weit an die 180 Gigs auf dem Buckel in den 7 Jahren und spielen sehr gerne Club-Gigs und legen jetzt Wert auf die Festivals, weil wir halt eine Live-Band sind und live kommen wir halt richtig gut rüber. Und ja, also das ist ja jetzt auch keine Lokalveranstaltung, Cologne Metal Festival, da kommen ja auch schon so 300-400 Leute hin und ja, vielleicht sieht man sich da ja auch mal, ne, liebe Radiohörer. Ja, also wir werden auf jeden Fall mit dabei sein und auch darüber berichten. In 4 Wochen haben wir auch noch den Veranstalter mit dabei. Also wir werden uns das auf jeden Fall nochmal genauer anschauen. Jetzt spielen wir nochmal einen Song von euch und zwar I Believe und dann hören wir uns gleich nochmal. Bis gleich. Ach, schon was anderes, ne? Das ist wie ein Computer, ne? Ja, klar, natürlich. Warum? Es ging, ne? Ja, ja. Du hast super geredet. Alles super. Sehr gute Radiostimme. Ja, ja. Und hier sind wir wieder zurück im Interview mit Sober Truth. Yeah, yeah, yeah. Ihr macht ja jetzt schon ziemlich lange Musik zusammen. Was motiviert euch immer wieder weiterzumachen? Ja, die Motivation ist die Band, das Feuer und die Leidenschaft. Das trägt die Band mit sich. Und wie gesagt, also wir machen das teilweise ja schon sehr lange. Und ja, es ist einfach der Spaß an der Sache. Ne? Ich glaube, wenn man aufhören würde, würde echt ein Teil fehlen im Leben und das geht gar nicht mehr ohne. Ich denke mal, von der Musik alleine könnt ihr jetzt leider noch nicht leben. Wie schafft ihr das denn, die Band und eure Jobs unter einen Hut zu bekommen? Ja, das ist in der Tat zeitlich oft schwierig, weil wir auch proben unter der Woche und dann Wochenende auch dann rausfahren, dann ist auch das Wochenende weg. Ja, das ist so ein bisschen so manchmal auch dahinschleppen in den Job. Okay, der leidet dann ein bisschen darunter? Nein, wir überall 100%. 100%, denke ich mal, können wir auch erwarten bei eurer neuen EP News Level World. Auf was müssen sich die Fans da gefasst machen? Ja, also wir haben jetzt einen Band intern, wie sagt man, Bandmember-Wechsel gehabt und hatten ein schreckliches 2013 für die Band und haben 2 neue Leute in der Band und haben uns gedacht, wir schießen erstmal eine EP raus,
die soll New Slavery World heißen, kommen 5 Stücke drauf. Haben wir jetzt im Big Easy Studio in Hofe, das ist hinter Hennef eingezimmert, richtig gut geworden das Teil. Und ja, da kommt halt wieder dieser Sauber-Style raus, ein bisschen weitergeführt halt. Und wir planen halt das 4. Album, wo wir im Januar, Februar dann schon 2015 im Studio gehen. Wir hören da auch gleich schon mal rein. Gibt es sonst noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Jetzt habt ihr die Chance, mal zu euren Fans zu sprechen. Ja, ich würde gerne, dass der Martin was sagt. Ja, wäre dazu bereit. Hi Martin, grüß dich. Hallo. Ja, ich bin Martin, ich bin der neue Solo- und Rhythmusgitarrist, bin jetzt seit letztem Jahr November dabei. Ja, wie gesagt, bin seit klein auf Gitarrist, spiele Gitarre und bin also großer Musikfan. Und für mich ist das natürlich so ein Traum, irgendwie auf die große Bühne zu kommen und Rockstar zu sein. Ne? Wie habt ihr zueinander gefunden? Also ich hatte damals eine Band, das ist dann in die Brüche gegangen, habe einfach ganz popelig über Facebook einen Aufruf gestartet, dass ich eine neue Band suche. Ja, daraufhin hat sich Thorsten gemeldet, ich glaube eine Stunde später schon. Hab mir das dann einige Zeit durch den Kopf gehen lassen, weil ich dann also immer, wenn ich dann mal in so einer Band bin, stehe ich auch voll dahinter. Ja, so knappes Vierteljahr später habe ich dann gesagt, ich steige auf jeden Fall ein und seitdem bin ich sehr happy und kann mich da austoben, kann eigene Songs schreiben und ja. Wir haben eine Menge Spaß. Auf jeden Fall. Ja. Macht super viel Spaß und bin sehr froh darüber, Teil da zu sein. Das klingt auf jeden Fall sehr schön. Ja. Das war's auch schon. Wir hören jetzt noch rein in New Slavery World. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr hier wart. Wir danken euch. Ja, danke schön. Wir kommen gerne wieder. Spielt unsere Musik. Ja. Das werden wir auf jeden Fall tun. Ja, und jetzt gibt's was auf die Mütze mit New Slavery World.